find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk. So, was geht ab? Gauern auf Start, diese nächsten Orakel hier auf meinem Kanal. Jawolski, es gibt wieder ein Magitext. Diesmal extra Orakel, jawolski. Und zwar zum Spiel RB Leipzig gegen den Hamburger Sportverein. Jawolski, ich bin mir jetzt gerade ganz nicht so ganz sicher. Ich kann auch mal ganz kurz gucken. Gut informiert, ne, würde ich sagen. Okay, RB Leipzig, also Leipzig spielt auf jeden Fall heim gegen den HSV. Jawolski, also muss Hamburg nach Leipzig reisen. Und ja, Orakel in der Schiedspartie mit den Madtech Extra Boostern morgen um 12 Uhr. Leute, morgen um 12 Uhr gibt es ein FIFA 18 Orakel. Jawolski, und so weiter, habe ich mit dem Levin aufgenommen. Und der merkt ihr auf jeden Fall morgen 12 Uhr. Und dieses Video kommt jetzt hier um 15 Uhr. Und Leute, wenn wir auf dieses Video 20 Likes schaffen, Leute, 20 Likes, dann werde ich nächste Woche 2 Orakels raushauen, Leute. 2 Matchtags extra Orakels. Einmal Donnerstag 12 Uhr und Donnerstag 15 Uhr, Leute. Machen wir es so? Ich würde sagen, wir machen es so. Und natürlich auch noch Freitag 12 Uhr. Leute, das ist doch mal ein richtiges geiles Like-Ziel. Und jawohl, bevor wir mit dem Orakel beginnen, würde ich sagen, Tabelle. Auf jeden Fall, erster Bayern mit 57 Punkten. Danach folgt Leverkusen, Schalke, Leipzig und Gladbach, alle 4 mit 31 Punkten, das ist so spannend, Leute. Dann Dortmund mit 30 Punkten, Frankfurt mit 30 Punkten auf dem 7. 8. 9. und 10. auch mit 27 Punkten. Also Augsburg 8. Hoffenheim 9. und Hannover 10. und danach folgt Hertha und der Rest ist, glaube ich, uninteressant, außer vielleicht noch die Abstiegsplätze, das ist auch noch interessant. Und ja, Leute, auf jeden Fall tippe ich für dieses Spiel Leipzig gegen Hamburg 2:1 für RB Leipzig. Tut auf jeden Fall euer Tipp in die Kommentare schreiben und ich werde es dann auf jeden Fall im nächsten Video einblenden. Natürlich den richtigen Tipp, ist klar. Und ja, es gab ja auf jeden Fall, es gibt in den nächsten Tagen noch einen Blitzer der Serie Magitex. Und ja, und der wird auf jeden Fall die neuen Abonnenten grüßen. Dieses Video kommt jetzt am Freitag um 15 Uhr. Am Freitag 15 Uhr seht ihr dieses Video, genau. Ich will so mehr 15 Uhr Videos raus und nicht so lange schnacken. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Booster. Die Verteilung könnt ihr im Starterpack Unboxing angucken nochmal. Wenn euch die Verteiler interessant. Oh, Dynamo Dresden! Geil, Mann, Dynamo Dresden! Meine Heimatstadt! Meine Heimatstadt Dresden, Marco Hartmann. Bam! Und danach folgt noch ein Sachse, denn Kevin Campbell ist der nächste mit von RB Leipzig. So, Jerome Boateng und Mats Hummels, das beste Defensivduo der Welt. Oder? Fragezeichen. Also für mich schon. Ja, für mich schon. Boateng, Hummels, Defensivduo. Bayern. So, dann hier von Wolfsburg und dann noch Club Badge von Duisburg, zweite Liga, aber kein Leipzig. Ach, Leute, ich bin ja doof. Kevin Campbell erzielt es 1:0 für RB Leipzig. Ich habe mich total auf die Karten fokussiert. RB Leipzig mit dem 1:0. Also wie gesagt, ich habe... Oh, Leute, Hamburg! Was ist denn hier? Wie gesagt, Powerkarten zählen zweiter Runde. Es ist eine Powerkarte, Leute. Uiuiuiui. So, Moritz Doppelkant. Und wieder RB Leipzig! Benno Schmidt mit dem 2:0 der roten Bullen. Wie gesagt, ein Booster steht für 25 Minuten. So, Passlack von Hoffenheim. Luca Calvirola von Werder Bremen. Und Nikolai Müller, Torkarte. Mit dem 2:2. So schnell geht's, ne? 2:2. Nikolai Müller macht den Doppelpack. Oder das, keine Ahnung, den Doppelpack, glaube ich. Oh, fokussieren, komm. Hallo. Hallo. Ich hab mich ewig speicher. Dankeschön. So, dritter Booster, zweite Halbzeit. So, da fangen wir an mit Jan Fiete Arp, Hamburger Sportverein. 3:2. So, als nächstes hier Philipp Klingmann von Sandhausen. Von wo ist der Dortmund? Jeremy Toljan. Sportclub Freiburg. Trikotkarte.
Dann Jethro Willem von Frankfurt als Match Winner. Kommen wir zum letzten Booster des Orakels. So, dann haben wir hier auf jeden Fall Hanno Behrens von Nürnberg. Dann Tobias Strobel Gladbach. Bentaleb und Caliguri von Schalke 04. Ulises Garcia von Bremen und nochmal hier Sörensen von Köln. Alles klar, ein wildes Orakel. Ich stelle auf jeden Fall 3-2 für den Hamburger Sportverein. Und Leute, ich habe mir 6 Booster geholt. Ich habe mir tatsächlich 6 Booster geholt. Ja, Leute, wir machen das jetzt mal einfach so. Wir öffnen einfach mal die 2 Booster. Aber das Orakel ist schon vorbei, das Spiel ist schon vorbei. Aber die 2 Booster, die starren mich hier so an. Und mal gucken, was hier so drin gewesen wäre. Auf jeden Fall haben wir noch Isaac Zulu. Die 2 Booster sind jetzt mal Bonus. Och man, Fokus, komm. Isaac Zulu, dann hier von Leverkusen, Jabolenko und Dortmund. Reyes und noch das Darmstadt Club Badge. Und der letzte Booster, den ich mir noch gegönnt habe. Haben wir hier Stuttgart Trikotkarte, Gladbach Trikotkarte, Ballbesitzkarte, Dominik Heinz und noch hier Julian Brandt als Match Winner, jawohlski, es wäre jetzt auch keine Karte drin gewesen von der jeweiligen Mannschaft. Ja, das Orakel sagt 3-2 für Hamburg aus, was sagt ihr? Wie gesagt, euer richtiger Tipp kann in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Skywalker!